Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlow mit BMZ Nummer 629 und den Themen Solo-Spielbarkeit, Classic, PvP und PvE. Und WoW ist auch nur Software. Moin Barlow, hoffentlich kommt bald ein neuer Lore Talk, die finde ich super. Jeden Tag, jeden Samstag meine ich. Jeden Tag kommt BMZ, jeden Samstag kommt ein neuer Lore Talk. Was hältst du von folgendem? Ich habe vor kurzem gehört, dass WoW solo spielbar sein soll. Nur steht mein Pala sinnfrei rum, weil ich für drei Questreihen in Schlachtzüge wandern muss. Ich kann zwar verstehen, dass dadurch die Schlachtzüge interessanter werden sollen, aber mir als Solospieler, der gelegentlich in eine Innie geht, ist das zu doof. Zumal BFA so weit spaßig war, dass ich vergleichsweise zu den anderen Erweiterungen weit gespielt habe. Und nur damit jetzt nichts weitergeht. Also ich habe ja auch ein paar Mal darüber gesprochen, über die Solo-Spielbarkeit von WoW. Damit ist nicht gemeint, dass man alles Solo machen kann. Ne? Das ist ja klar. Du kannst ja zum Beispiel Solo auch keine Raid-Bosse legen. Außer du bist irgendwie DK oder so. Dann geht es sogar teilweise noch im aktuellen Content. Aber im Allgemeinen ist es halt so, dass es Dinge gibt, die du nicht Solo machen kannst. Du kannst auch nicht Solo ein BG machen. Oder Solo eine Arena. Also Solo gegen Gegner könntest du noch eine Arena machen. Aber das ist ja dann die Frage, ob man das dann auch als Solo bezeichnen würde. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Also bei Solo-Spielbarkeit geht es halt darum, dass du extrem viel in dem Spiel, vor allen Dingen den Levelprozess Solo machen kannst. Und das kann man halt. Was den Rest betrifft und die Schlachtzugsquest und so weiter, ich kenne das. Ich kenne das gerade auf Twinks, dass man sich denkt, boah, also ich, den Twink zu leveln ist ja eine Sache. Aber mir jetzt irgendwie eine Raid-Gruppe zu suchen, um den Boss zu machen, wobei man sagen muss, in manchen Fällen und nicht zu sagen in vielen Fällen gehen die Quests, die Raid-Quests ja auch im LFR. Nicht in allen, glaube ich, aber in manchen Fällen zumindest. Sodass man die machen kann. Aber mir jetzt quasi einen echten Raid zu suchen, das ist es mir auf dem Twink irgendwie nicht wert. Der, so bis dahin und nicht weiter. Dann bleibt die Quest halt offen. Aber alter Vater. Also ich darf im Sommer, glaube ich, nicht mehr die Fenster aufhaben. Ich habe das Gefühl, sobald Sommer ist, irgendwie mehr als 25 Grad, rasten alle komplett aus. Da fährt hier alle zwei Minuten irgendwie eine Karre vorbei mit dröhnender Mucke. Dann gerade irgendwer schreit draußen wie am Spieß. Ich habe auch keine Lust nachzugucken. Ich hoffe, das war einer der letzten Schreie, die ich von dieser Person hören werde. Egal, okay. Was man nicht vergessen darf bei den Quests, ist, dass es manche Quests gibt, weil sie in erster Linie dazu designt wurden, damit derjenige diese Art von Nicht-Solo-Content mal spielt. Und das ist halt der springende Punkt. Die Timewalking-Quests gibt es halt, damit überhaupt irgendwelche Leute in den Timewalking-Dungeons unterwegs sind und nicht nur die, die Bock haben auf diese entsprechenden Timewalking-Dungeons. Gäbe es da keine Quests zu mit einer relativ guten Belohnung, wäre die Wahrscheinlichkeit, dort Mitspieler zu finden, um sich den Kram anzutun, eben nicht so hoch. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und ansonsten, es gibt ja nichts wirklich, wozu man diese Quest braucht, außer um sie komplettiert zu haben. In diesem speziellen Fall ist ja nicht so, als ob du das Spiel nicht weiterspielen könntest. Sondern du hast eine Quest oder eine Questreihe und du machst sie oder du machst sie nicht. Und das hat ansonsten keine weitere große Auswirkung in den meisten Fällen. Ich kenne jetzt die spezielle Quest nicht, außer dass diese Quest als abgeschlossen dasteht oder auch nicht. Kannst ja gucken, wie gesagt, ob du die im LFR machen kannst, weil im LFR als DD anzumelden, das ist ja in den allermeisten Fällen nahezu identisch mit AFK sein oder Solo-Spielen. Von daher, vielleicht kriegst du das auf die Art und Weise gelöst. Medal. Hey Onkelchen, was soll das Medal davor? Jetzt bin ich total verwirrt. Was denkst du, lohnt sich Classic mehr für PvE-PvP-Fans? Meinst du mehr für PvE als für PvP-Fans? Oder für Leute, die gleichermaßen PvE und PvP-Fans sind? Ich finde, beides hat seinen Charme. Da zeitlich Raids bei mir sehr selten passen, würde ich eventuell auf einen PvP-Server, aber hab da Angst, dass ich dadurch gar nicht mehr zum Raiden komme. Denkst du, auf PvP-Servern wird es genug PvE geben und andersrum genauso? Ich glaube, du machst dir eine völlig falsche Vorstellung von dem, was ein PvE-Server und ein PvP-Server ist, wenn ich das so lese. Also es ist nicht so, als ob auf PvE-Servern nur PvE gespielt wird und auf PvP-Servern nur PvP. PvP-Server sind PvE-Server, in denen man beim Level umgeklatscht werden kann, mal vereinfacht gesagt. Und vermutlich wird es so sein, dass einige der Ultra-Top-Progress-Gilden und Spieler im PvE-Bereich sich auf PvP-Server niederlassen werden.
weil es halt einige gibt, die sagen, das gehört für mich dazu, keine Ahnung was, ich weiß nicht, was die Leute motiviert. Ich war leider Gottes damals auf einem PvP-Server, wobei damals nicht hundertprozentig leider Gottes, weil ich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen PvP gemacht habe und es mal eine kurze Phase gab, in der gerade das Open-World-PvP als solches auch wirklich funktioniert hat. Nicht sehr lange, aber es gab sie. Das ist es eigentlich. Also im Prinzip sind beide Arten von Server PvE-Server und beide Arten von Server sind PvP-Server. Nur, dass man eben auf einem PvP-Server auch beim Questen, beim irgendwas machen umgehauen werden kann. Den Rest machst du da so, wie du willst. Also ich war auf dem PvP-Server und habe da halt auch ganz normal Dungeon Runs und weiß der Teufel halt was gemacht. Und es wird vermutlich auch auf den PvE-Servern Gruppen geben, die versuchen werden, ihren Grand Marshal oder sonst was zu erreichen. Ein bisschen, je nachdem, wie sich die Dynamik gestaltet, könnte es sogar sein, dass es angenehmer ist, auf einem PvE-Server PvP zu machen, weil PvP nahezu ausschließlich die investierte Zeit belohnt in Classic. Also gesetzt den Fall, dass du in einer Gruppe bist, in der Gruppe quasi, die es pro Fraktion üblicherweise einmal gibt pro Server, die kompetitiv spielt. Also sprich, in der Grand Marshal-Gruppe deines Servers, wenn du Pech hast, gibt es mehrere Gruppen, die das versuchen, dann kann das anders aussehen. Aber ab da ist es hauptsächlich die Zeit, die man investieren muss, die bestimmt, wie weit man kommen kann im PvP. Und es ist durchaus möglich, dass auf PvE-Servern die Leute, die bereit sind, das zu tun, die Menge der Leute geringer ist, was bedeuten würde, dass man mit moderatem Aufwand zum Beispiel versuchen kann, Grand Marshal zu werden, also Rang 14 oder High Warlord, glaube ich, ist es bei der Horde, Rang 14. Oder zumindest deutlich leichter sowas wie Rang 10, 11 erreichen kann. Ich glaube, das waren die, wo es das Mount gab. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wird keinen signifikanten Einfluss haben im Sinne davon, dass das eine nicht möglich wäre oder möglich wäre oder so. Du kannst auf beiden Servern alles machen und wenn du PvP spielst und kompetitiv spielst, spielst du es paradoxerweise fast gar nicht in der Open World. Da ist es fast komplett irrelevant, ob das ein PvP-Server ist oder nicht. Es sei denn, du bist auf einem Server, wo deine Fraktion zahlenmäßig stark überlegen ist, wobei ich glaube, dass das durch die BG-Zusammenschließung sowieso auch keinen Effekt mehr hat. Dann wird es nur darum gehen, ist EU-weit eine Fraktion sehr stark überlegen, sodass du lange Wartezeiten hast. Denn wenn du lange Wartezeiten hast und PvP machst und dort viele Punkte sammeln musst, weil es viel Konkurrenz gibt, dann könnte es sein, dass du die Wartezeit damit auffüllst, dass du halt Open-World-PvP machst, um noch ein bisschen Zusatzehre zu sammeln. So war es bei uns damals in der Gruppe, aber wir hatten halt auch Wartezeiten von Alterac für eine Stunde 30 oder so. Also das wird heute, glaube ich, in der Form nicht mehr der Fall sein. Hey Bardo, mich würde mal deine Meinung zum Thema WoW ist auch nur Software interessieren. Stimmt grundsätzlich. Obwohl, naja, man kann nicht sagen, dass das grundsätzlich stimmt, weil es gibt, glaube ich, wenig Software, zu der es eine mehrere Buchbände umfassende Lore gibt. Also, aber gut, wir reden mal vom Spiel WoW als solches, ne? Zum Background. Ich arbeite seit circa 10 Jahren in der Softwareentwicklung. Ich habe zwar nie professionell Games entwickelt, jedoch kann ich von mir sagen, vom Prozess der Produktion von Software eine gute Idee zu haben. Durchs Lesen von Blogs und Reddit merke ich, dass es bei Entwicklung von Spielen nicht groß anders verläuft. Im Zuge des ganzen Hate-Storm gegen das moderne WoW geht mir sehr gegen den Strich, was die Spielerschaft oder jedenfalls ein lauter Teil dieser für Qualitäts- bzw. Maturity-Ansprüche an das Spiel hat. Was ich damit meine, ist, dass Softwareentwicklung ein sehr iterativer Prozess ist und man Features beim ersten Release nahezu nie perfekt hinbekommt. Das hat in der jüngeren Geschichte der Softwareentwicklung dazu geführt, dass man vor allem agil arbeitet. Das bedeutet grob zusammengefasst, man entwickelt eine erste Version des Features, released es in die Produktion, was bei WoW der echte Server wäre, und iteriert es dann so lange, bis der Großteil der Zielgruppe happy ist. Wenn man jetzt mit dieser Betrachtung auf WoW schaut, habe ich das Gefühl, dass die Spielerschaft Blizzard fast gar keine Möglichkeit gibt, diesen mittlerweile doch nahezu als bestmöglichen Weg der Softwareentwicklung anerkannten Weg zu gehen. Jedes System wird sofort reverse-engineert und etwaige Probleme aufgeblasen, anstatt konstruktiv Feedback zu geben. Wobei man sagen muss, aber das zu reverse-engineeren und auf Probleme aufmerksam zu machen, ist ja noch schon fast konstruktives Feedback. Das viel schlimmere Feedback ist ja, das ist doof. Das gefällt mir nicht. Meiner Meinung nach befindet sich Blizzard hier in einer Sonderposition. Normalerweise erwarte ich von Firmen nicht, dass sie ihren Entwicklungsprozess offen kommunizieren. Tut Blizzard aber, ne?
So interessiert es mich als Kunde generell herzlich wenig, wie Firma X Produkt Y entwickelt. Hauptsache, das Ding tut das, was es soll. Bei Blizzard denke ich jedoch, dass es helfen würde, wenn sie der Community ihre Entwicklungsprozesse näher bringen würden. Das machen sie doch ständig. Damit diese versteht, warum etwas teilweise länger dauert. Warum es teilweise etwas länger dauert, Sachen wie das Azerith-System zu fixen. Was denkst du darüber? Danke für den klasse Content. Einen Tag ohne BMZ kann ich mir nicht mehr vorstellen. Also das machen sie ja. Ich verstehe nicht, woher diese Idee kommt, dass Blizzard das nicht ständig tun würde. Also es sei denn, man macht Ohren und Augen zu und schreit dann, ja, aber ihr habt mir ja gar nichts darüber gesagt. Also das ist eine Kritik, die ich häufig von der Community höre. Deswegen wundert mich, dass das jetzt von jemandem kommt, der sich offensichtlich mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Blizzard gibt ständig Auskunft über das Game Design, über Designphilosophien, Designideen, die sie hatten, Planungen, die sie haben und so weiter. Und das teilweise auch in beliebige Details. Dass es nicht in jedes beliebige Detail geht, liegt, glaube ich, unter anderem daran, dass man sich manchmal über eine grundsätzliche Idee einig ist, aber die Art und Weise, wie sie umgesetzt wird, halt noch wirklich nicht hundertprozentig feststeht. Und um sich nicht auf irgendwas festnageln lassen zu müssen, dass man sagt, aber ihr habt doch dann und dann das und das gesagt und man sagt, ja, okay, wir haben uns aber entschieden, noch eine kleine Änderung zu machen. Deswegen ist es halt, geht es nicht bis von Hölzchen auf Stöckskin. Und natürlich auch, weil du ansonsten vermutlich 30 Leute bräuchtest, die nichts anderes machen, als jeden Entwicklungsprozess ständig an die Community zu reporten. Was ja auch nicht Ziel der Übung sein kann, weil es unglaubliche Ressourcen frisst. Aber dass man eine grundsätzliche Idee hat, was man macht und diese ständig kommuniziert und auch ständig im Austausch mit der Community kommuniziert, das passiert ja bei World of Warcraft andauernd. Also das wundert mich irgendwie. Ich bin sehr überrascht, wie immer noch Leute das Gefühl haben, dass dem nicht so ist. Dann ist es halt manchmal so, dass Leute halt in irgend so einen Ultra-Mikrokosmos von WoW steigen und sagen, aber dazu habt ihr noch nichts gesagt. Dann heißt es irgendwie, ja, aber jetzt hier beim Survival Hunter oder bei Spec X, also da sind wir ja schon mal bei einer Zielgruppe von ungefähr 3% oder so, ne? Sobald wir über eine einzelne Spec reden, bei der Menge dann an Specs, die es gibt, dann haben wir schon was eine sehr, sehr untergeordnete Wichtigkeit hat. Bei Spec sowieso im PvP nochmal eine Verkleinerung der Zielgruppe, Item X. In der Situation gegen einen DK nochmal verkleinert, verkleinert, verkleinert. Wir reden jetzt gerade von einem Problem, das einen von 1000 Spielern maximal betrifft. Gibt es manchmal, wenn ich in der Nahkampf-Arena bin, einen Bug, dass das und das passiert? Wieso ist das noch nicht gefixt? Da musst du halt sagen, wenn ihr erwartet, dass solche Dinge regelmäßig kommuniziert werden, also Probleme, die 1% oder weniger als 1% der Spielerschaft betreffen, dann wird es halt schwierig. Also, wie viele Leute sollen wir denn haben, die permanent kommunizieren, was alles entwickelt wird? Das gleiche gilt auch zum Teil für sowas wie Klassendesign, dass man halt sagt, irgendwie die und die Sache finden wir nicht gut, wir möchten die und die Klasse bearbeiten. Aber dann die Frage, wie genau möchtest du das tun und was möchtest du davon? Also, ein gutes Beispiel ist, ich war in der Beta von Mists of Pandaria. Ich habe damals Priester gespielt und habe mir angeguckt, die wollten damals einige Sachen anders machen, mit wie geheilt wird und so weiter und so fort. Und da hast du gemerkt, dass selbst auf einem Beta-Server, und ein Beta-Server ist ja schon relativ nah dran am Release, das ist ja definitiv weit nach dem Reißbrett, Designs komplett geändert worden. Erinnert ihr euch noch an Geisterhülle, glaube ich, Spirit Shell vom Distant Priest. Das war am Anfang ein Spell, ein Single-Target-Spell, der den Greater Heal ersetzt hat. Der kam, glaube ich, dann wieder, ich weiß gar nicht mehr, wie der beim Disti danach hieß, und der wurde dann mal zu einem Talent oder so, also so eine Art Heal, aber der nur einen Absorb macht und keinen Heal. Und wurde dann geändert, geändert und geändert und am Ende war es ein temporärer Buff, mit dem man nicht Power Word Shield, mit dem man Prayer of Healing, also Gebet der Heilung, buffen konnte, damit das so eine Absorbhülle macht. Das ist keine kleine Änderung gewesen, das war eine komplette Änderung der Philosophie dieses Spells. Und das sind halt so Sachen, wie willst du das denn vorher kommunizieren, wenn du dir selber noch nicht einig bist, was genau da deine Lösung sein soll? Und was soll das bringen, ne? Wie produktiv möchtest du da sein? Also ich glaube, die machen einen hervorragenden Job, dass sie grundsätzlich über ihre Designphilosophien reden, die Ideen, die sie haben und weitergeben, was sie sich bei irgendwas gedacht haben und auf das Feedback von der Community hören. Ist natürlich so irgendwie, dass ich das Gefühl manchmal habe, dass die Community, zumindest sagen wir mal so neutral, sehr giftig ist. Ob sie immer giftiger wird, das lasse ich jetzt mal offen. Ich glaube ja. Ich glaube, dass sie in großen Teilen immer giftiger wird. Vielleicht und definitiv wird sie verwöhnter, weil man im Laufe der Zeit immer mehr Dinge dazu bekommen hat, die man irgendwann mal haben wollte und ne, dann wird man immer so ein bisschen gieriger und gieriger und gieriger und Stillstand ist Rückschritt.
glaube, das ist eines der Probleme. Und dann hast du natürlich noch ein so ein Problem. Du hast halt gerade beschrieben, dass die Softwareentwicklung ein iterativer Prozess ist. Das heißt, du releast irgendwas und machst das Feintuning dann danach, was ja durchaus auch gut ist, dass man sagt, ich habe hier eine Mechanik, die ist grundsätzlich gut und die macht Spaß, die ist definitiv weit genug, um sie ins Spiel einbauen zu können, aber ich muss vermutlich noch so ein bisschen daran arbeiten, dass sie perfekt wird. Und manche Spieler scheinen das misszuverstehen in, sobald es released wurde, ist das quasi wie so eines der 10 Gebote, die von Gott gegeben wurden und muss unverändert bleiben. Das merkt man gerade, wenn man sich so Diskussionen anguckt. Die Spieler haben, was so Classic und die Entwicklung des Game Designs von WoW betrifft, die halt gar nicht das Konzept verstehen, dass etwas von Anfang an nicht so als in Stein gemeißelt geplant war, sondern als ein Entwicklungsschritt unter vielen, den man verfeinern wollte und auch verfeinert hat im Laufe der Zeit. Das ist halt auch noch so ein riesengroßes Problem in Sachen Spielerschaft und deren Verständnis für Game Design. Dass Spieler halt sagen, aber da haben sie ja quasi ihre Entscheidungen geändert oder haben sie irgendetwas anders gemacht oder so. Und dann muss man in vielen Fällen sagen, nee, haben sie nicht. Sie haben nur das, was sie von Anfang an machen wollten, weiter verfeinert in die Richtung, die sie A, von Anfang an eingeschlagen haben, aber auch die insgesamt bei der Spielerschaft am besten angekommen ist. Ne? Also das ist zum Beispiel, wenn die Diskussion kommt, dass das Spiel irgendwie mehr sich in Richtung Casual entwickelt hat und so. Ne? Das ist so ein typisches Beispiel dafür. Es war schon immer so gedacht. Da hat sich nichts geändert. Da gab es nie eine Änderung. Es war schon immer ein Casual-Spiel, es war schon immer so gedacht. Aber die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, hat sich halt zum Teil verändert. Mal ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwas in abschließender Frage nicht gesehen habe oder so. Nee, also das Einzige, was man halt noch sagen kann, ist, obwohl das passiert ja schon, die Q&As gibt es, dass man der Community die Möglichkeit noch gibt, gezielte Fragen zu irgendetwas zu stellen. Aber auch da muss man sagen, das existiert ja bereits auch schon. Also sogar, dass nicht nur, dass der Entwickler von sich aus sagt, wir veröffentlichen jetzt Informationen dazu, die wir veröffentlichen wollen, sondern auch, dass die Leute, die Spielerschaft eine Möglichkeit hat, Q&A zu machen. Wobei man natürlich sagen kann, wenn du ein Q&A machst und Entwickler bist, dann wählst du natürlich auch die Antworten aus. Insofern ist das auch wieder eine Auswahl. Aber ich habe bei den vorangegangenen Q&As immer das Gefühl gehabt, dass die Fragen, auch die unangenehmen und brennenden Fragen, die gestellt wurden, relativ gut beantwortet worden und nicht irgendwie außen vor gelassen. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. In diesem Sinne, tschüss und bis morgen, sagt euer Onkel Barlow.